Ja, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video geht es mal um den Polyen AVR IO Net. So heißt das Ding hier. So ein kleiner Webserver. Ist schon relativ alt, also ist schon sehr lange auf dem Markt an sich, aber tut eigentlich seine Dienste normalerweise. Ich habe den vor Jahren hier angeschafft und habe dann irgendwann den Admega 32 für andere Zwecke verwendet und wollte den jetzt mal wieder reaktivieren. Der Controller, der Original, ist leider nicht mehr auffindbar und ja, irgendwie anders verwendet. Und jetzt wollte ich einfach mal zeigen, wie man diese Kiste wieder so zum Laufen bringt, und zwar auch mit der Originalsoftware, also nicht mit dieser Rape oder Ether6, was auch immer, sondern mit der Original Polyen-Software. Ich habe mir das Ding hier nochmal angeguckt. Es gibt ein paar kleine Änderungen, die ich hier vorgenommen habe. Also ich habe damals hier Präzisionsfassung verwendet für alle ICs. Dann, ja, was habe ich noch geändert? Ach so, hier die Kondensatoren für den MAX232. Das wundert mich immer sehr, dass bei dem hier, bei dem N-Typ, ja, im Originalbausatz praktisch 10 μF-Kondensatoren eingebaut worden sind. Laut Standard Datenblatt müssen da 1 μF rein. Also ich habe nochmal 1 μF reingetan. Ja, mehr habe ich eigentlich hier nicht geändert. Der Rest ist original geblieben. Ich glaube, für den einen Spannungsregler sollte man einen Kühlkörper mal ranhängen, der wird ziemlich warm. Ja, mehr ist erstmal dazu nicht zu sagen. Also die Frage ist jetzt, wenn man jetzt, ja, wie ich hier, praktisch einen neuen Admega 32 zur Verfügung hat, wie kriegt man das Ding hier wieder zum Laufen? Und da gehe ich einfach mal Schritt für Schritt durch. Das erste, was man natürlich braucht, ist der Admega 32 im Prinzip. Und dann brauchen wir hier so einen Programmieradapter, zum Beispiel so einen USB-ASP. In dem Fall braucht man den mit einem 10-poligen Steckverbinder. Der AVR-RONET hat hier auch einen 10-poligen ISP-Anschluss. Also man braucht dann einen 10-poligen Anschluss für den Programmieradapter. Und man braucht natürlich einen PC mit einer entsprechenden Software drauf. Und ja, das Erste, was ich erstmal mache, ich werde den hier erstmal einsetzen. Dazu muss man den, wenn der neu ist, ein bisschen die Beine umbiegen, dass der Controller dann auch in die Fassung passt. Ich mache das hier mal vorsichtig. Muss mal gucken, das ist immer schwierig. Natürlich richtig rum einsetzen. Also hier so rum. Gucken, dass der einigermaßen locker erstmal so grob drin ist. Dann mal kontrollieren, ob nicht irgendein Pin verbogen ist. Und dann kann man ganz einsetzen. So, damit ist der erstmal eingesetzt. Die Nase ist an der richtigen Stelle. Und im nächsten Schritt geht es dann mal darum, ja, die Software wieder raufzuspielen. Bevor man die Software raufspielt, muss man ein paar Dinge vorbereiten. Zum einen natürlich den USB-ASP an den AVR-IONET anschließen über das 10-polige Flachbandkabel. Wichtig bei dem USB-ASP ist, dass der Slow-Clock-Jumper gesetzt ist, weil der Admega 8 derzeit noch intern getaktet wird. Das heißt, der ist ja neu. Zweiter wichtiger Punkt ist, der USB-ASP darf nicht die 5 Volt für den Controller zur Verfügung stellen, sondern diese 5 Volt werden über die Spannungsquelle hier und den 5 Volt Regler an den Controller geleitet. Also deswegen ist der Jumper für die 5 Volt hier nicht gesetzt. Was man noch braucht, ist natürlich jetzt eine Spannungsquelle, wie schon kurz angedeutet. Ich habe die jetzt hier auf 9 Volt eingestellt. DC habe ich jetzt in dem Fall genommen, also Gleichspannung. Was man noch braucht, ist eine serielle Schnittstelle letztendlich. Beziehungsweise ich habe jetzt hier so einen Adapter USB auf RS-232 für einen PC, dass dann praktisch ein Comport auch am Rechner erzeugt wird. Wir sehen gleich, dass das wichtig ist für die Software, die von Polyen da kommt, die will eine Schnittstelle haben. Ich habe nun alles angeschlossen und auch eingeschaltet, und bei mir wurde ein Comport COM38, glaube ich, erzeugt über diesen USB-Seriell-Adapter. Und was man jetzt machen muss, ist, man lädt sich die Netserver-Software runter, startet die und dann öffnet man hier auf der rechten Seite, ja, das Fenster, das erweitert man praktisch und geht hier unten rechts auf Firmware-Update. Jetzt sieht man hier, es kommt ein neues Fenster. Ich schiebe das hier mal rüber. In diesem Fenster kann man theoretisch jetzt natürlich ein Firmware-Update
durchführen. Allerdings, dadurch, dass es ein neuer Controller ist, geht es nicht so einfach. Als erstes muss man hier den Bootloader erzeugen. Ich erzeuge den einfach mal. Und der Bootloader ist eine Hex-Datei, die in genau dem Verzeichnis erstellt wird, wo hier diese Netzserver-Software läuft. Und ich schiebe mir das Fenster hoch. Hier in meinem Fall ist es auf E, also Externus Drive Portable Apps. Und da ist jetzt diese Bootloader-Hex-Datei abgespeichert. Diese Datei wird jetzt zum Beispiel mit AVR-Dude auf den Controller geflasht. Und dazu kann man natürlich AVR-Dude selbst nehmen, also per Hand eintippen. Es gibt aber auch genug GUIs, die das machen. Ich habe hier eine GUI, die nennt sich Synaproc. Die ist freie Software. Und mit dieser kann ich praktisch jetzt den Bootloader auf den Controller flashen. Bevor man das macht, muss man allerdings die Fuse-Bits für den Controller setzen. Und man muss überhaupt erstmal den Controller so praktisch finden. Und dazu geht man mal hier runter. Und hier im unteren Bereich wählt man erstmal den Programmer aus, den man hat. Also hier in diesem Bereich. Ich zoome da mal rein. Man sieht, ich habe den USB-ASP-Programmer angeschlossen. Dann macht man Folgendes. Man sucht erstmal nach dem Controller, der angeschlossen ist. Und jetzt sieht man hier, den Admin 32 hat er gefunden. Und als nächstes gilt es, diese Fuse-Bits zu setzen, also praktisch hier in diesem Bereich. Ich zoome jetzt mal wieder raus. Dazu geht man in diesen Advanced-Mode rein und kann dann die Fuse-Bits setzen. Dann kommt man hier ein neues Fenster und die Fuse-Bits, die gesetzt werden müssen, ich habe das hier schon mal gemacht vorhin, sind diese hier. Also die High-Fuse-DA, die Low-Fuse-BF und die Lock-Bits 07. Das ist für den NetIO Atmega 32 dann praktisch notwendig, damit der Bootloader geflasht werden kann. Ich kann nochmal einen Read machen und das macht er dann kurz. Also er zeigt es an und ja, hat die praktisch ausgelesen und damit auch schon richtig gesetzt. Gut, jetzt schließe ich hier dieses Fenster erstmal wieder. Die Fuses sind also gesetzt. Achso, hier unten muss ich auf Close drücken. Okay. Und als nächstes wähle ich hier oben in dem oberen Bereich dort das Hex-File aus, nämlich die bootloader.hex. Und ich bin jetzt also hier genau in dem Verzeichnis drin, wähle die aus, sag OK, dann hat er die da dort drin, das Hex-File. Und jetzt kann ich einfach Program machen. Also jetzt hier auf den Button drücken, Flash und dann Program. Es dauert einen Moment. Man kann jetzt auf der rechten Seite nochmal gucken, was er da alles so macht genau. Das ist jetzt aber erstmal nicht so, ja, sinnvoll im Moment. Also er wird es machen, es dauert eine Weile. Wenn er dann fertig ist, dann kann man hier aufklappen und gucken, ob das alles gut durchgelaufen ist. Und ja, nur als Hinweis dazu. Also unten muss erscheinen AVR-Dude done und okay. Ich habe jetzt das Fenster von der Synaproc-Software mal geschlossen und bin jetzt wieder in der Net-Server-Software und hier in dem Firmware-Update. Und hier oben links sieht man sehr schön, die Software hat also meine COM-Schnittstelle gefunden. Und jetzt kann ich hier die Firmware übertragen. Wenn ich also hier raufklicke, dann bekomme ich eine Meldung, was zu tun ist noch. Und das mache ich jetzt immer nicht, um zu zeigen, was passiert. Also man soll hier eigentlich den Jumper hier auf Proc stellen. Das habe ich bei mir im Moment nicht gemacht. Ich klicke einfach mal OK. Wenn man das macht, dann kommt entweder hier so eine Meldung, kein Acknowledge, oder es kommt ein Timeout. Also immer dran denken, diesen Jumper auf Proc zu stellen
Und dann funktioniert es normalerweise auch. Also ich stelle jetzt den Jumper auf Proc, so wie es dort beschrieben wurde. Zuerst schalte ich aus das Board, stelle den Jumper auf Proc und schalte wieder ein. So, der Jumper ist jetzt richtig gesetzt. Ich habe das Board wieder eingeschaltet und wenn ich jetzt hier auf Firmware übertragen gehe, dann sollte er eigentlich funktionieren. Es kommt nochmal die Meldung, dass man es machen soll. Und okay, und jetzt sieht man auch, dass die Firmware überspielt wird auf den Controller. Im Anschluss daran gibt es hier auf der rechten Seite eben wieder den Hinweis, was man tun muss. Also erstmal ausschalten, den AVR-IONet und den Jumper dann auf normal ändern, damit das Gerät in den normalen Modus wechselt nach dem Wiedereinschalten. Wenn alles funktioniert hat, kann man einen ersten Funktionstest durchführen. Dazu braucht man einen Rechner, der eine IP-Adresse hat, die im 192.168.0 Bereich liegt, mit der Maske 255.255.255.0. Ich habe jetzt hier mal einen Laptop, da habe ich diese IP-Adresse hier, die Punkt 10, hier mal direkt eingegeben. Und im Hintergrund läuft jetzt hier schon die AVR IONet Server Software. Er hat sich also hier verbunden. Man sieht es hier ganz gut connected. Wenn der hier vorgegebene IP-Adressbereich nicht verwendet werden kann, dann muss man den hier oben in den Settings ändern. Ich habe das jetzt mal getan auf 192.168.1.90. Dann habe ich hier Set New IP geklickt und bekomme jetzt diese Meldung. Das bedeutet nun, dass jetzt nach dem Starten des Boards die IP-Adresse geändert wird. Und wenn es der Fall ist, dann werde ich mit dem Laptop, den ich jetzt hier habe, zu dem IONet keine Verbindung mehr aufbauen können, weil ich in einem anderen IP-Bereich mich hier befinde mit dem Laptop. Deswegen muss ich nach dem Start des IONets auch die IP-Adresse von dem Laptop auf diesen Adressbereich ändern. Ich habe das Programm jetzt hier nochmal gestartet und ich versuche mal jetzt hier mich mit dem NetIO zu verbinden. Und man sieht, hier oben kann das nicht mehr, weil die IP-Adresse sich hier geändert hat. Das heißt, ich muss jetzt auch die IP-Adresse vom Laptop ändern. Und das tue ich jetzt mal. So, ich habe jetzt die IP-Adresse mal geändert. Hier, man sieht es hier in der Mitte. Es ist jetzt auf 192.168.1.10 und wenn man jetzt die NetServer.io praktisch NetIO Server Applikation mal startet, kann ich mich ganz normal connecten, auch in diesem IP-Adressbereich. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat etwas geholfen, das Ding mal wieder in Gang zu kriegen. Wichtig ist, dass man da wirklich Schritt für Schritt durchgeht, wenn man einen neuen Controller zum Beispiel hat. Also erst die Fuses setzen, dann den Bootloader raufspielen, dann die Firmware-Update machen, dann mit einer 192.168.0 Adresse rangehen, dann eventuell die Adresse ändern und dann sollte es eigentlich auch funktionieren. Ja, bis dann und viel Spaß. Tschüss.